Von der perfekten Welle zum Geheimnis der Pyramiden und dem Verhalten von Mikroben im Weltall. Die Finalistinnen und Finalisten des Science Slams auf der Ideenexpo 2019 nehmen ihr Publikum mit auf Entdeckungsreise in ihr Forschungsgebiet. Wenn man sagt, dass man Geowissenschaften studiert, dann gibt es meiner Erfahrung nach nur drei mögliche Reaktionen. Möglichkeit 1, du bist nicht aus deiner Dinosaurierphase rausgewachsen. Das stimmt. Das Bakterium im Durchmesser ein Tausendstel Millimeter nennt man einen Mikrometer. Deswegen Mikrobe und ich bin entsprechend ein Mikrobiologe, also ein eher kleiner Biologe. Auch ein Abstecher in die Tierwelt ist mit dabei. Also ist Moritz eines Tages dahin gehüpft und hat ganz eloquent gesagt, yo Sendai, lass kämpfen. Und es kam zum ultimativen Fight zwischen Sendai und Moritz. Schnecken sind sehr langsam, aber nicht im Zeitraffer. Angewandte Nanotechnologie funktioniert zum Beispiel so. In St. Pauli gehen die Leute viel feiern und pinkeln da alles voll. Das gefällt den Anwohnern nicht. Dann haben die eine Firma beauftragt und die hat die Wand mit Nanolack bestrichen. Und dann passiert das hier. Die Wand pinkelt zurück. Was will ich euch denn da erzählen? Etwas über schöne Strände, hohe Wellen oder süße Surfer? Ach nee, den meine ich gar nicht, sondern den hier. Leo Vano zeigt, dass man bei Statistiken manchmal genau hinsehen muss. Denn einen Graphen zu manipulieren ist kinderleicht. Ja, ganz wichtig, wir fälschen keine Daten. Wir präsentieren immer noch die Zahlen, nur nicht alle. Und zur Begeisterung des Publikums setzt er noch einen obendrauf. Was soll der Geiz? Linie außerhalb der Skala, Pfeil obendran. Ja, unser Produkt geht ab wie eine Rakete, ja. Die Publikumsjury vergibt die Punkte und ihre Wahl ist eindeutig. Der Mathematiker aus Thüringen macht das Rennen und belegt den ersten Platz. Ich bin auf jeden Fall überrascht. Also es waren ja heute wirklich die Besten der Besten, die Gewinner aus den letzten zwei Jahren, gegen die ich hier angetreten bin. Und es hat super viel Spaß gemacht, das Publikum war gut drauf. Ja, und freue ich mich natürlich super, dass ich gewonnen habe heute. Auch die Moderatoren sind von den vielseitigen Themen und der Mischung aus Wissen und Humor fasziniert. Das war für mich schon so ein bisschen das persönliche Highlight, heute alle nochmal wie bei so einer großen Best-of-Show zusammenzuwissen und dann hier die Stimmung zu genießen auf der Ideenexpo, das war schon ganz schön toll. Das Faszinierende ist immer wieder, dass man reingeht und denkt, okay, jetzt erwartet mich ein wissenschaftlicher Vortrag. Und du gehst raus und denkst, Alter, war das lustig, war das lehrreich, war das interessant, war das unterhaltsam. Nicht nur bei Andreas Kuhlage bleibt der Eindruck, Wissenschaft kann auch witzig und macht richtig Spaß.